Genau 74 Jahre ist es her, dass die sowjetische Rote Armee das Leiden in Auschwitz beendete. Das Konzentrationslager im von den Deutschen besetzten Polen wurde befreit. Doch wie Bundesaußenminister Maas sagt, bröckelt die Erinnerungskultur in Deutschland. Sie stehe unter Druck von extremen Rechten. Sorge bereitet ihm auch eine Umfrage unter jungen Leuten, von denen 40% angaben, kaum oder sogar nichts über den Holocaust zu wissen. Der Film Schindlers Liste hatte bereits vor 25 Jahren tausende Schüler mit dem Nationalsozialismus konfrontiert. Jetzt läuft er erneut in den Kinos und soll erinnern an die Schrecken, die nicht allzu lang zurückliegen. Andreas Herz. Laut Gesetz, mein Herr, muss ich darauf hinweisen, dass ich Jude bin. Erstkontakt mit dem Meisterwerk. Der YouTube-Trailer gibt Marie und Kim einen Eindruck, was sie gleich erwartet. Glaubt ihr, dass die Handys ausbleiben? Natürlich, ja. Ja. Geschichtsunterricht im Kino. Die Überlebenstricks der KZ-Kinder, Goethe, der sadistische Kommandant und natürlich Oskar Schindler, Itzhak Stern und ihre Liste. Wer draufstand, durfte arbeiten, die Rettung für 1200 Juden. Diese Liste ist das Leben. Und rundherum, um ihre Ränder, ist das Verderben. Doch ein Name fehlt in der Szene, ein entscheidender, im Film nur einmal zu hören. Die Synagoge in Augsburg, ein Treffen mit Regina Pemper. Mein Onkel Miatek Pemper, der viel dazu beigetragen hat, dass man die Liste überhaupt schreiben konnte. Pemper war der Stenograf von Kommandant Goethe im Lager Plaschow. Unter Lebensgefahr gibt er geheime Informationen weiter. Er informiert den Fabrikbesitzer Schindler, dass nur noch kriegsentscheidende Produktion Zukunft hat und sorgt so dafür, dass das Lager nicht aufgelöst wurde und die Menschen in die Vernichtungslager gekommen sind, sondern man konnte das Lager erhalten und wer Arbeit hatte, hatte noch eine Chance zu überleben. Kriegswichtige Arbeitskräfte! Ihre Finger polieren die Innenseiten von Messingpatronenhülsen. Spielberg hat auf Pempers Rolle verzichtet, das Zuschauerhirn nicht überfordern, um das Herz zu erreichen. Die Plätze von Kim und Marie sind zwischenzeitlich leer. Weil es mir einfach zu viel war. Ich habe es echt lang durchgehalten, dass ich nicht weine, aber... Spielbergs Meisterwerk, beeindruckend, auch noch nach 25 Jahren. Es heißt, wer nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt.